Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe seit Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es um langfristiges Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Zunächst ein frohes neues Jahr 2019 und lassen Sie uns hoffen, dass es auch ein frohes Börsenjahr 2019 werden wird. Wir starten ja etwas aus einem niedrigeren Level als in 2018. Und deshalb ist es auch ganz interessant zu wissen, wo die ein oder andere Aktien heute stehen. Wir haben uns in einem der letzten Videos mit den Fangaktien beschäftigt und haben uns auch die Bewertung explizit angeschaut und haben gesehen, dass das Große der Überbewertung doch schon abgebaut war und beziehungsweise ist und einige Aktien auch doch recht deutlich unterbewertet sind mittlerweile. Und es gibt nicht nur die Fangaktien aus Westeuropa, hätte ich beinahe gesagt, sondern aus den westlichen Ländern. Es gibt auch quasi Ostfang, also Alibaba, Tencent, Baidu. Und ich wollte in diesem Video alle drei Aktien angucken und dann auch explizite Aussagen bezüglich der Bewertung treffen. Habe aber jetzt bei der Vorbereitung des Ganzen so viele interessante Sachen zum Investment in China gesehen, dass ich das jetzt in mehrere Teile aufsplitten werde. Und wir werden jetzt nur im ersten Teil was Allgemeines über China in Erfahrung bringen und uns mit Baidu etwas beschäftigen. Und dann geht's mal los. Ich habe hier die Watchlist aus dem Fangvideo quasi ein bisschen erweitert. Und zwar habe ich jetzt auch noch unsere chinesischen Unternehmen mit reingenommen ins Boot, einfach mal, um das große Bild ein bisschen besser zu kriegen. Wenn wir hier mal nach Marktkapitalisierung absteigend sortieren, dann kriegen wir einen Eindruck von der Größe der chinesischen Fang quasi zu den amerikanischen Fang. Da sehen wir, dass die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung mit Abstand Apple, Amazon, Alphabet sind, 3x A, AAA sozusagen. Die haben alle um die 630 bis 660 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, liegen also nah beieinander. Da kann sich innerhalb von einer Woche können die Plätze quasi komplett tauschen. Dann kommt erstmal nichts mehr und dann haben wir hier die 300er Klasse sozusagen zwischen 300 fast 10 und 330 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Und da hatten wir eben zwei Chinesen dabei, Tencent und Alibaba. Und dann kommen die eher kleineren, das wären dann Netflix und Baidu, mit denen wir uns heute noch explizit auseinandersetzen werden. Die chinesischen Fang, die bezahlen auch nicht allzu gerne Dividende, beziehungsweise nur Tencent zahlt Dividende. Immerhin schon seit 13 Jahren steigend mit einer Quote von knapp 40%, kommen aber trotzdem nur auf weniger als 0,3% aktuelle Dividendenrendite. Wenn wir uns mal hier die Zuwachsraten bezüglich dem Gewinn angucken, dann sehen wir hier eben, dass wir starke Zuwächse haben im jährlichen Mittel auf die 5 letzten Jahre bezogen, ganz am Ende 17 bzw. 18%, immer noch recht kräftig bei Alibaba und der Spitzenreiter Amazon. Beim Cashflow sieht es ähnlich aus, sogar noch ein bisschen stärker steigen, nicht bei Amazon, aber bei den anderen teilweise sogar stärker. Netflix negativ, warum? Das gab es dann im Fangvideo als Erklärung. Und bei Baidu haben wir leider keine Zahlen bezüglich Stand heute zum operativen Cashflow. Investments in China, die haben so ein paar Besonderheiten. Und zwar spielen die zum einen den Investoren in die Hände, zum anderen aber auch stellen sie eine zusätzliche Gefahr dar. Und jetzt muss man wissen, dass es in China unterschiedliche, da gibt es ja die Kommunistische Partei. Und es gibt einen Parteivorsitzenden. Es ist ein autoritäres System. Ich glaube, das weiß jeder. Was vielleicht nicht jeder weiß, das ist, dass es unterschiedliche Stufen von Reglementierung gibt, in die Ausländer quasi die vorschreiben, ob und wie Ausländer investieren dürfen in den chinesischen Markt. Im Prinzip wird der ausländische Investor diskriminiert in China. Und es gibt Prohibited und Restricted Industries in China, in die nur erschwert oder gar nicht investiert werden darf durch Ausländer. Und wir bewegen uns jetzt bei diesen drei China-Fangs
im restriktierten Bereich, also hier geht es ja ums Internet und so wie Diktaturen normal sind, sind die etwas sensibel oder reagieren sie etwas sensibel auf das Thema Internet. Und das hat im Prinzip zur Folge, dass man als Ausländer nicht direkt in eines dieser Unternehmen investieren dürfte. Und jetzt haben es diese Unternehmen aber geschafft, über spezielle Konstrukte quasi indirekte Investitionen zu ermöglichen. Und das sind dann diese Rebel Interest Entities, so nennt man das Ding. Im Prinzip funktioniert es folgendermaßen. Man investiert in eine, ja, in eine Proxy-Gesellschaft oder ich sage jetzt mal in ein Stellvertreterunternehmen. Das wiederum, und das hier hat seinen Sitz im Ausland, zum Beispiel Cayman Islands im Fall von Alibaba. Und das wiederum hält Anteile, also 100% im Regelfall, an einem chinesischen Unternehmen. Und das hat wiederum Verträge mit dem eigentlichen Unternehmen, in das man gerne direkt investieren dürfte, aber es nicht darf. Und diese Verträge, die quasi dieses chinesische Unternehmen mit dem eigentlichen operativen chinesischen Unternehmen hat, die führen im Prinzip dazu, dass man als Investor gleichgestellt ist, also als indirekter Investor gleichgestellt ist, wie man als direkter Investor wäre, indem eben die kompletten Erträge abgeführt werden und Dividenden abgeführt werden und man auch Stimmrechte erhält. Und das muss man sich jetzt mal natürlich ein bisschen genauer angucken, wenn einen das interessiert. Daraus machen die chinesischen Unternehmen auch kein Geheimnis. Ist ja ein essentieller Teil, auch ein essentielles Geschäftsrisiko, kommen wir gleich noch drauf, oder Investmentrisiko. Hier, das ist jetzt Baidu. Leider hat es Baidu nicht geschafft, dieses Schaubild hier scharf in seinen Jahresbericht 2017 zu kopieren. Also, aber man sieht hier einfach nur im Prinzip, dass wir haben hier, das sind quasi die Gesellschaften außerhalb Chinas, das sind die Gesellschaften in China. Das ist dann quasi das Konstrukt, in das man direkt investiert. Bei Baidu Incorporated heißt das, sitzt auf den Cayman Islands. Und wohin man gerne investieren würde, gerne, das sind dann diese Geschichten da unten, wo es dann die Vertragsbeziehungen zu gibt. Das heißt, Baidu Incorporated gehört Baidu Holdings Limited, den wiederum gehört als hundertprozentige Beteiligung, wahrscheinlich, ich habe es nicht genau durchgelesen, doch da steht 100% Ownership, als hundertprozentige Beteiligung dann Baidu Online Network, und Baidu Online Network hat dann eben Verträge mit den echten operativen Einheiten, die echten Chinesen gehören und die quasi dann dazu führen, dass die ganzen Profite und so weiter transferiert werden hier zum Baidu Online Netzwerk, was quasi Baidu Incorporated gehört, woran dann quasi wir als Aktionäre dann direkt beteiligt werden. Das ist quasi dann so eine Art Konstrukt. Und das gibt es schon seit dem Jahr 2000 und es machen schon über 100 Unternehmen. Das machen alle großen Unternehmen, also jetzt auch Alibaba, Tencent, Baidu und andere große China-Unternehmen, um eben ausländisches Geld, an ausländisches Kapital zu kommen. Und jetzt könnte es natürlich immer sein, dass irgendwann die chinesische Regierung sagt, ist nicht mehr, weil es ist eben ein Graubereich. Und es gibt halt ein gewisses Risiko, dass da irgendwann mal hier so ein Strich gezogen wird, der dann nicht mehr durchlässig ist. Theoretisch, praktisch sehe ich das eher etwas entspannt. Ich glaube nicht, dass die chinesische Regierung so dumm sein würde, hier die ausländischen Investoren zu verkraulen bezüglich der absolut wichtigen Unternehmen ihrer Wirtschaft. Ist halt ein Risiko, dessen man sich bewusst sein muss. Als Aktionär hat man immer Risiken. In China gibt es halt dieses eine zusätzliche Risiko. Es hat aber auch Vorteile. Und zwar haben es ausländische Unternehmen relativ schwer, in China überhaupt Markt zu fassen. Und einer dieser Gründe ist eben die Diskriminierung ausländischer Investoren. Das heißt, wenn man jetzt ein Internetunternehmen ist und man möchte jetzt quasi den chinesischen Markt aufrollen, dann kriegt man es eben auch mit diesen Verboten zu tun, die wir als Investoren ebenfalls ertragen müssen. Und es hat im Prinzip zur Folge, dass amerikanische Unternehmen beispielsweise auch in der Vergangenheit
versucht haben, in China Fuß zu fassen über Zukäufe. Das heißt, dass man sich dann quasi entweder beteiligt hat oder man hat chinesische Unternehmen gekauft. Das hat Yahoo so gemacht. Das Yahoo hat sich an Alibaba übrigens beteiligt, nachdem sie ja mehrfach auf die Fresse geflogen sind, quasi was Eigenes aufzubauen. eBay hat einen Chinesen gekauft, gab dann auch eine Bruchlandung. Die waren ja quasi Konkurrenz zu Alibaba. Sie waren die übermächtige Konkurrenz von Alibaba, haben es dann aber nicht geschafft, sind von Alibaba überholt worden. Also das ist ein Grund. Auf der einen Seite also ein Nachteil, dass wir für uns Investoren mit dieser Proxy-Konstruktion, mit dieser Diskriminierung. Auf der anderen Seite ist es, wenn man sich dann entschlossen hat, direkt zu investieren in diese chinesischen Unternehmen, im Prinzip ein Vorteil, weil diese chinesischen Unternehmen an sich davon einen Vorteil haben, in Form von Schutz vor ausländischer Konkurrenz. Dann haben wir natürlich noch die Zensur, was da mit reinspielt. Und da gibt es technisch gesehen die Great Chinese Firewall. Und die führt ebenfalls zu einer Benachteiligung ausländischer Unternehmen, weil wenn man jetzt eine amerikanische Firma zum Beispiel wäre und man möchte im chinesischen Markt Fuß fassen, dann ist es eine schlechte Idee, wenn man sein Rechenzentrum und so weiter in den USA stehen hat. Das sollte dann direkt alles in China gehostet werden. Ansonsten muss es nämlich durch die Great Chinese Firewall laufen. Und da kommen erstens nicht alle Daten durch, da laufen ja auch Algorithmen und man weiß nie so genau, was am Ende der Leitung quasi noch ankommt. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, dass auch wenn es durchkommt, ist es langsamer als vorher. Das ist einer der Gründe, die eBay das Genick gebrochen haben, als sie versucht haben, als sie mit Alibaba in Konkurrenz standen. Die haben nämlich nach San Jose, oder glaube ich hieß es, haben da ihr Rechenzentrum dann oder haben da ihr Hauptquartier und haben dann auch ihre IT quasi aus China rausgezogen, hatten sie dann in den USA und dann gab es natürlich massenweise Beschwerden von chinesischen Benutzern, dass die Seite so langsam wird und dass es zu Fehlern kommt, weil eben einige Daten nicht mehr ankamen und andere eben verlangsamt. Und dann haben wir noch die Geschichte, dass der chinesische Markt eben sehr speziell ist, was ausländischen Unternehmen den Erfolg im chinesischen Markt erschwert. Das betrifft zum Beispiel die Online-Suche selbst. Als Baidu mit Google in Konkurrenz stand, da war natürlich die Zensur ein großes Thema für Google, aber auch die chinesische Sprache. Und die hatten eher Probleme gehabt, habe ich jetzt mehrfach gelesen, ihre Suchmaschinenalgorithmen auf die chinesische Sprache zu optimieren. Und Baidu konnte das offensichtlich besser, was unter anderem eben auch mit der Satzstellung angeblich beziehungsweise mit den Suchbegriffen zu tun hat, die dann je nachdem, wo die stehen, wiederum unterschiedliche Bedeutung hat. Ich bin da kein Spezialist, ich kann leider kein Mandarin. Und was ich bei Alibaba wiederum gelesen habe zum Beispiel, das war das, oder was man Alibaba auch sieht, an Taobao, ihrer Online-Plattform für die Normalos, sage ich. Das ist dann auch eher so, dass das Ganze ein bisschen überfrachtet wirkt für unser Auge, für das westliche Auge. Aber die Chinesen, die mögen das zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine Geschichte, und zwar die Infrastruktur. Als die chinesische Unternehmen hochgekommen sind bezüglich Onlinehandel, also als der erste Schwung quasi weg war mit den diese Plattformbetreiber, die Yahoo-Klone quasi, dann gab es dann später dann den nächsten Internetschwung, vielleicht China Internet 2.0, dann der Onlinehandel, den ja Alibaba dann im großen Stil aufgezogen hat. Und das Problem, was Alibaba ja beheben musste, war, dass die Infrastruktur gefehlt hat. Nicht nur die Infrastruktur im elektronischen Sinne bezüglich Warenkauf und Verkauf, also das klassische Onlinehandelsgeschäft, sondern auch die echte Logistik, dass das, was gekauft bzw. verkauft wird, auch irgendwie transportiert werden muss von A nach B vom Käufer bzw. vom Verkäufer zum Käufer. Und auch Online-Bezahlung war so eine Geschichte, denn es gab zum Beispiel, es gab nur kein funktionierendes Online-Bezahlsystem. Nicht mal Kreditkarten waren flächendeckend verfügbar.
Das heißt also, dass diese chinesischen Firmen jetzt im Gegensatz zu Amazon zum Beispiel, also Alibaba, um bei Alibaba zu bleiben, die mussten eine komplette Infrastruktur richtig hochziehen. Und nicht nur bezüglich Onlinehandel, sondern auch logistische Infrastruktur. Und die mussten auch ein eigenes Online-Bezahlsystem hochziehen. Das nennen die dann das eiserne Dreieck. Also haben die dann quasi Alipay oder Tenpay hier. Und es gibt jetzt auch Amazon Pay, aber wenn Amazon Pay weg wäre, das würde eigentlich, sage ich jetzt mal, keinen wirklich interessieren. Es gibt immer noch genügend andere Bezahlmöglichkeiten. Wenn jetzt die großen Bezahlmöglichkeiten von Alibaba und Tencent weg wären, dann würde es die chinesische Wirtschaft, behaupte ich jetzt, schon treffen. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Die sind also viel stärker verankert. Und wenn jetzt ein neuer Spieler quasi aus dem Ausland rein möchte und dann den Markt aufrollen möchte und zum Beispiel jetzt konkurrieren möchte mit Alibaba, dann muss der eben auch wissen, dass er hier nicht nur im Online, den Onlinehandel quasi attackieren muss, sondern er muss auch ein alternatives Bezahlsystem beispielsweise anbieten und sich um die Logistik Gedanken machen. Das heißt, insgesamt gesehen ist es für ausländische Unternehmen sehr schwer, mit den großen Spielern hier zu konkurrieren. Und das ist halt eine Geschichte, warum ein direktes Investment in chinesische Firmen doch attraktiv ist, weil eben diese chinesischen Firmen ökonomisch gesehen relativ stabil dastehen oder tiefere Burggräben haben als die westlichen Spieler. Eine Geschichte ist das und die andere Geschichte ist, dass die Wachstumsraten, die erwarteten Wachstumsraten einfach höher sind bei den chinesischen Unternehmen, als es bei den westlichen Unternehmen der Fall ist. Wir haben ja Wachstumsraten jetzt, Bruttosozialprodukt momentan von noch immer über 6% in China aktuell und in den westlichen Staaten wird es irgendwo zwischen Hälfte und, oder ein Drittel sein im Normalfall. Und hinzu kommt noch, dass die Internetdurchdringung, weil das sind ja alles Internetunternehmen, in China doch deutlich niedriger ist. Sogar im Entwicklungsland Deutschland haben wir jetzt annähernd 100% Internetabdeckung. In China 2017 unter 60%, unter 56% und jetzt vielleicht irgendwie um die 60%. Das heißt, 4 von 10 Chinesen haben immer noch kein Internet ungefähr. Und die Chinesen, die ein Internet haben, die haben noch eine wachsende Kaufkraft bzw. wachsende Kaufbereitschaft, wenn sie dann mehr Geld verdienen. Das heißt, die werden dann tendenziell auch mehr Geld ausgeben. Das heißt, das Wachstum, was wir hier erwarten können in China, das ist weit höher als das Wachstum der US-amerikanischen Fangunternehmen, die in eher gesättigten Industrienationen tätig sind. Das macht eben das Ganze wiederum doch recht attraktiv, da rein zu investieren oder wenigstens sich zu überlegen. Und dann gehen wir jetzt mal zu Baidu selbst. Baidu verdient den Großteil seines Geldes mit Werbung. Ich würde mal fragen, fast ausschließlich über Werbung. Und die haben jetzt ähnlich wie Google auch unterschiedliche Segmente und ist auch so fast das Gleiche. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Die haben außer ihrer Suchmaschine haben die noch Videostreaming, also ich sage jetzt mal YouTube-Verschnitt. Die haben jetzt auch was mit Online-Bezahlen. Die haben auch was mit Cloud-Services angefangen. Die haben auch einen App-Store, wo man was runterladen kann gegen Bezahlung. Aber das bringt alles nicht so viel Geld. Das richtige Geld, das kommt halt durch Werbung zustande. 80% der Werbeeinnahmen auf den klassischen Internetseiten, auf der einen, auch auf dieser Baidu-Seite selbst natürlich. Und ungefähr 20% der Einnahmen über diesen YouTube-Verschnitt. Das heißt also, wie Alphabet im Prinzip, ist das faktisch nur ein einziges Segment, über das Geld reinkommt, nämlich Werbung. Wenn wir uns dann hier mal anschauen, wie die Entwicklung vom bilanzierten Gewinn und operativen Cashflow aussieht, da erkennt man dann doch hier ziemliche Sprünge nach oben und nach unten. Und immer wenn man solche Sprünge sieht, insbesondere bei dem bilanzierten Gewinn, dann liegt nahe, dass hier irgendwelche außerordentlichen Geschäftsvorfälle eine Rolle gespielt haben. Dieser Verdacht bestätigt sich, wenn man die Margen anschaut, dann sieht man, dass die Nettomargen hier in 2015 und aktuell über die operative Marge springen. Das heißt, hier kam irgendwie außerordentlicher Gewinn zustande. Und beim operativen Cashflow, da fehlt der Stand heute, der wurde offensichtlich nicht angegeben, ausgewiesen in den Quartalsberichten.
Das wird jetzt dazu führen, also wir sehen also erstmal, dass es Wachstum gibt, dass es an sich wachstumswert ist und dass man durchaus in sowas investieren kann, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Jetzt geht es aber auch um die Bewertung und das ist jetzt interessant, weil ein solcher Fall macht es relativ schwer, was die Bewertung angeht. Wenn wir jetzt einfach nur hier ganz stupide gucken würden, Stand heute oder 1.3.2018, weil das ist ja quasi das Kalenderjahr also schon vorbei, dann hätten wir hier faire Werte von ungefähr, basierend auf KGV bzw. KCV, von ungefähr 330, 340 US-Dollar. Die sind aber zu hoch, diese fairen Werte. Warum? Weil wir ja hier sehen, dass zumindest was den bilanzierten Gewinn angeht, dass wir hier außerordentlich Einflüsse haben im positiven Sinne, die Nettomarge über die operative Marge gehoben haben, sieht man an dieser Ausbuchtung nach oben. Also der faire Wert hier anhand des Gewinns ist auf jeden Fall schon mal zu hoch. Beim operativen Cashflow kann man sich nicht so sicher sein. Bleiben wir jetzt aber erstmal beim bilanzierten Gewinn. Was kann man denn in diesem Fall machen? Da wäre jetzt meine Idee, dass man erstmal hingeht und schaut, wo der KGV, das Einjahres-KGV eigentlich für repräsentative bilanzierte Gewinne liegt. Und da sehen wir dann, das können wir dann nehmen, 2016, 2017, 2014 zum Beispiel, also die Jahre hier, auch weiter vorne. Da sehen wir, dass das KGV bei 25 gelegen hat, 24, hier ein bisschen höher, 32, dann hier wieder 25, 2017, was repräsentativ ist. Dann würde ich sagen, als konservativer Investor könnte man jetzt mal sagen, 25 KGV. Jahres-KGV, das wäre eigentlich sowas im Mittel normale Bewertung. Und das müsste man jetzt im Prinzip vergleichen, nicht mit dem KGV von 2018, weil das ist ja außerordentlich hoch, dieser Gewinn. Wir müssten wieder was Repräsentatives finden, wäre dann 2019 in dem Fall. 2019 wäre dann das KGV bei 18. 25 ist niedriger, ist höher als 18, beziehungsweise 18 ist dann relativ günstig bewertet, könnte man schon so sagen. Jetzt könnte man dann im Prinzip es händisch ausrechnen, wenn man wollte. Man könnte jetzt, soll ich das machen? Wir haben hier, machen wir es mal kurz. Ich habe mein Handy hier, das hat einen Taschenrechner eingebaut. Wir sagen jetzt, dass das Einjahres-KGV um 7 niedriger ist, als das normale KGV gewesen ist bei 25. Wir haben einen Gewinn von 8,65 Dollar. Dann sage ich 865 mal 7 für KGV-Punkte wäre 60,55 US-Dollar. Das heißt, in 2019, also momentan wäre für den Stand 2019, wäre die Aktie um 60 US-Dollar günstiger bewertet, als sie eigentlich, also bewertet sein könnte. Das heißt, dann wäre der faire Wert irgendwo bei 218 US-Dollar in diesem Fall. Ist in der Nähe vom Fair Value KGV übrigens. Also sag mal, als konservative Investoren 210 US-Dollar. Und momentan, aber für 2019, in einem Jahr erst. Und momentan liegt der Kurs bei 160 US-Dollar. Also könnte man hier schon von einer attraktiven Bewertung sprechen. Ich habe in einer der letzten Neuerungen im Aktienfinder ist hier Kauf- und Verkauflimit. Und bezüglich Kauflimit trägt man ja jetzt eine Zahl ein. Also in dem Fall. Naja, in dem Fall ist es ja schon quasi. Ach so, war US-Dollar, ne? 210 US-Dollar. Wie viel Euro sind denn das ungefähr? Geteilt durch 1,14 oder so. 184, 185. Könnte man jetzt hier 185 US-Dollar reinschreiben? Moment. 185. Ja, so, jetzt kann ich Zahlen eingeben. 185 reinschreiben. Wäre jetzt quasi absoluter Kaufkurs schon. Was ich eigentlich nur sagen wollte, war, relativ viele, für mich überraschend viele Kommentatoren haben gesagt, warum denn hier quasi sich die Mühe machen und hier ein starres Limit eingeben, wäre doch viel bequemer, wenn man hingeht und einen Algorithmus rechnen lässt, aufbauend wahrscheinlich auf Stand heute oder ja, auf Stand heute und dann eben sagt, okay, der faire Wert KGV ist 397, er ist also ein Kaufkurs. Aber Baidu ist halt ein super Beispiel, wo man sieht, dass mit Algorithmen oder dass Algorithmen alles genauso wie Kennzahlen halt in die Irre führen können. Und dass es halt, dass nichts über den eigenen Blick geht und dass man
anhand dieser Grafiken und anhand dieser Zusammenhänge relativ gut erkennen kann, dass in diesem Fall jetzt so ein KGV irreführend ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man aber sich trotzdem doch relativ einfach behelfen kann, um annäherungsweise einen fairen Wert zu bestimmen, nur auf Basis der Informationen, die hier da sind. Aber man muss es halt dann nach menschlichem Ermessen tun und das geht dann halt nicht über Algorithmen. Und wenn man dann Algorithmen durchjagen lässt, dann kommen halt teilweise Sachen raus, die schlicht und einfach falsch sind. Und je mehr ich mir halt darüber Gedanken mache, umso besser finde ich die aktuelle Implementierung, wie sie ist, weil sie ist einfach zu verstehen und sie führt halt dazu, dass man sich wirklich auch ein bisschen damit auseinandersetzen muss. Und wenn man schon ein Aktionär ist, dann sich entschlossen hat, in einzelne Aktien zu investieren, dann sollte man sich halt auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Wenn man dann einmal quasi im Quartal dann überprüfen muss, ob die Limits noch stimmen. Warum einmal im Quartal? Weil einmal im Quartal wird es hier alles aktualisiert. Wenn man sich also alle 3 Monate mal hinsetzt und dann seine Kauflimits nochmal quasi nachpflegt, dann ist es eigentlich für mich eher ein Vorteil als ein Nachteil, wenn man sich einfach nochmal ein bisschen mit den Unternehmen beschäftigt, die man ja offensichtlich auf der Watchlist hat. Nochmal zurück zu Baidu. Baidu, der kleinste Chinese quasi. Durchaus attraktiv bewertet. Wachstum hat er auch. Also könnte also sich überlegen, ob man da rein investiert, wenn man denn überhaupt in chinesische Aktien investieren kann. Pro und Contra habe ich ja gerade erläutert. So, in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuschauen. Die nächsten 2 China-Fangs, die kommen noch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen nochmal. Tschüss.